DTP Young Entertainment GmbH und Co. KG und Spring. Yeah, und damit herzlich willkommen bei einer neuen Performance von mir, dem Big G, dem Large G, dem Gronk. Und wir spielen heute Detlef D. Soest Dance, It's Your Stage. Das ist ein ultimatives Spiel, wenn ihr ins Dancing-Business einsteigen wollt, dann könnt ihr hier schon mal eure heißen Moves abchecken und mal so sehen, wie eure Dance-Styles so am PC performen, versteht ihr? So. Aber natürlich ist kein Tänzer vom Himmel gefallen, da muss man hart für arbeiten und hart für trainieren und deswegen beginne ich mein Training mit einem Druck auf die Enter-Taste. Das war schon Hardcore. So, was haben wir denn hier alles? Hilfe und Optionen. Hilfe brauchen wir auf jeden Fall, weil wir haben das Spiel gestartet und jetzt gucken wir erstmal, wer da so mitgewirkt hat. Dance, It's Your Stage, 2010 von DTP Young Entertainment GmbH und Co. KG, All Rights Reserved. Developed, also hergestellt von Spreuing. Und mit dabei waren Harald Riegler, Gerhard Seiler, Johanna Schober, Lukas Kugler, Christoph Quaas, Gerhard Seiler, Johannes Mücke, Georg Holzer, Monika Sange, Barbara Schulz, Georg Heinz, Chris Schiu, Hector Moran, Tim Meredith, Peter Wutzel oder Wulzel, ich weiß nicht genau, Christian Baumgartner, Daniel Bernhard, Tobias Kratze, Florian Bager, Dietmar Hauser, Wolfgang Witzelbauer, Manfred Salzer, Christian Wollen, das sind eine ganze Menge Leute, ich komme mit dem Lesen gar nicht hinterher. Ich mache jetzt mal so stichwortartig, werde ich mal ein paar coole Names hier aus den Credits, werde ich euch mal vorreaden, zum Beispiel Karen Mettner, André Wright, Attila Grob, Robert Nagy, Zavan Molnar, David Zabo. Ja, yeah, und die Musik ist auch wieder richtig geil. Na 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 na. Yeah! So, Deutschland sucht den Superstar. Deutschland kann weitersuchen. Wir werden richtige Superstars. Lukas Kugler war sogar dabei. Das ist ja unglaublich. Und auch Stefan Sturm und Dennis Barcelona. Das sind Namen, die man nicht oft zu hören bekommt. Maren Nützelmann, Pan Schröder, Jens Knauber. Das muss eine Superproduktion sein. Aber das sind jetzt so viele Credits, die hätte ich mir von Schluss aufsparen können. Und jetzt gucken wir mal. So wird gespielt. Nachdem wir uns jetzt mal die Credits angeguckt haben, wollen wir keine Zeit mehr verlieren und verlassen das Spiel. Nein, natürlich nicht. Wir gehen in den Karrieremodus. Denn eine Dancing-Karriere, die beginnt eben im Karrieremodus. So, wir beginnen. Hallo und herzlich willkommen. Du träumst also von einer Karriere im Tanzbusiness. Ja. Dazu brauchst du Talent, Fleiß und vor allem Ausdauer. Ach so, dann gehe ich wieder. Tschüss. So, wir brauchen Talent, Fleiß und vor allem Ausdauer, um dieses Let's Play zu machen. Alles klar, ich drücke energisch auf die Return-Taste. Oh, und wer von den flotten Protagonisten wollen wir denn sein? Die schöne Rothaarige, die leicht kakaofarbene Dame, der Blondschopf oder hier unten haben wir noch so ein paar Ausnahmetalente. Ich nehme mal hier unten rechts den Halbasiaten, weil der mich ein bisschen an Ryu aus Street Fighter erinnert. Und der hat ja die besten Voraussetzungen quasi. Bitte gib deinem Charakter einen Namen mit 4 Buchstaben. Oder was? 1? Was sind das für Namen? Hallo, ich heiße 1 oder was? 1 Rühmann. Ja, wie kann man denn mit 4 Namen heißen? Vier Namen. Da fällt mir eigentlich nur eins ein. Ach komm, wir sind ja im Dance-Business. Da hat man ja auch Künstlernamen. Kann ich das nicht so machen? Ich kann auch keine Buchstaben drücken. Ich muss hier also. So, P-U-R-S-T-U. So. Yeah, Bubi, Alter, Bubi. Also, check die Bubis aus. Also, Bubi, also die Jungs. So. Und hier können wir uns jetzt einen coolen Bubi erstellen, wie es aussieht. Können wir dich drehen, Bubi? Geht das denn irgendwie? Achso, hier kann man jetzt die Haarfarbe einstellen. Yeah, 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 yeah. Mehr geht aber auch nicht. Haare 1 von 8.
mehr geht nicht. Nee, ich glaube, da sind wir schon am Limit. Haare 1 von 8, was immer das heißt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht 1 von 8 Haaren gefärbt. Hier, ach so, wir können hier quasi Items freischalten. Brillen haben wir keine bisher. Und Klamotten, Oberteile haben wir 1 von 8 freigeschaltet, weil wir haben ja noch nicht gespielt, wir sind ja brandneu. Ja, hier, das ist doch cool. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist der Look 2011. Ja, wir nehmen mal den von 2012, da ist man schon so ein bisschen hipper. Oder nee, weißt du was? Ich mach mal das hier, wa? Das sieht ja auch scheiße aus. Das kannst du ja nicht bringen hier auf der Stage. Da wird der Detlef auch sagen, was denn das hier, Alter? Läufst hier rum wie ein Eimer, da kannst du gleich wieder gehen. Wir wollen ja ein bisschen hier auch was fürs Auge bieten, wa? Das ist ja eine Show, ne? So, hier, Schüchchen haben wir auch in allerlei Farben. Ronald McDonald ist auch dabei. Aber wir nehmen uns von jedem mal das dunkle Outfit. So, Tastatur, was heißt denn das? Ah, ich kann mich also entscheiden, ob ich mit der Tastatur spielen will oder vielleicht auch mit der Tastatur. Hier unten war aber auch noch die Tastatur. Aber ich glaube, ich werde einfach mal hier die Tastatur nehmen. Das ist, glaube ich, besser als die Tastatur. Spare dir die Magic Power nicht bis zum Ende. Ich muss mich jetzt auf dich verlassen können. Enttäusch mich nicht. Oh, Detlef, ich werde mein Bestes geben. Ich werde heiße Moves machen, drücke die Enter-Taste, um vorzufahren. Und da unten jumpt schon die Crowd in der Erwartung auf unsere dicke Show hier in Belosch City. Mit Tyler Sportswear. Ich gucke mich hier gerade ein bisschen um. Die Texturen sind übrigens auch vom Feinsten. Die sind richtig, also Ultra-HD, möchte ich da schon sagen. Und auch die Leute da unten, wenn man da mal guckt, die Vielfalt ist atemberaubend. Wir sind hier wahrscheinlich in Klon-City, wie es aussieht. Und auf der Bühne steht er da wie ein Zombie, ein Robo-Zombie. Und ich drücke jetzt mal wagemutig wieder auf Enter. Und ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie sich das alles spielen wird hier. Ah, so wird gespielt. Symbole fallen von oben in ein Feld herab. Ja, das ist doch auch wie bei Popstars. Da fallen doch auch ständig Symbole von oben in ein Feld herab. Wenn ein Symbol das linke Feld erreicht hat, drücke die entsprechende Taste. AWSD. Kann ich da nicht die Pfeiltasten für nehmen? Für Symbole, die das rechte Feld erreichen... Warte mal. Wenn ein Symbol das linke Feld erreicht hat, drücke die entsprechende Taste WASD, AWSD. Für Symbole, die das rechte Feld erreichen, drücke die entsprechende Taste Pfeil. Ah, ich muss also mit beiden Feeds muss ich moven quasi. To the rhythm of the beat, ja. Je mehr Symbole du richtig hast, umso mehr Punkte bekommst du. Bei Symbolen, die eine Linie nach sich ziehen, musst du die entsprechende Taste gedrückt halten, bis die Linie zu Ende ist. Oh Gott, das werde ich niemals schaffen. Ich habe doch eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Gottesanbeterin. So wird gespielt. Dieses Element zeigt dir, wie cool du bist. Oh Gott, endlich erfahre ich das mal. Ey, seit Jahren laufe ich durch die Welt und frage mich, wie cool bist du eigentlich? Naja, also der Balken wird dann wahrscheinlich so gegen 0 pendeln. Sagen wir mal zwischen 0 und 1. Das wird schon so. Wenn deine Performance immer schlechter wird, wirst du irgendwann vom Publikum ausgebuht und das war's dann. Ist ja wie bei den Let's Plays halt, ne? Dieses Element zeigt deine Magic Power an. Du kannst sie durch Drücken der Leertaste auslösen. Magic Power gibt dir einen Punktemultiplikator. Je voller die Anzeige beim Auslösen, desto höher der Multiplikator. Aber Vorsicht, wenn du einen Fehler machst, während die Magic Power aktiv ist, verkürzt sich der Balken schneller. So, Boobie-ja. Da-da-da-da-da. Das war voll schief gesungen, yeah. Ich mach die hippen Moves. Jawohl, die hippen Moves, ja. Und nach oben. Ja. Und nach oben. Und alle. Ja, beide Füße nach oben. Yeah. So. Wischi-waschi-Pop-Musik. Ich sing nen coolen Refrain. Yeah. Dance.
Hü, hü, hü.